Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Harveys neue Augen. Ja, in der letzten Folge bin ich auch nicht mehr wirklich weitergekommen. Ich werde mal wieder zu Edna gehen. Einmal in Lillys Schlafzimmer bitte. Edna. Lilly hatte Edna noch nie so besorgt. Nicht? Das hatten wir schon. Reden. Und? Kommst du voran? Also bei Edna hier gibt es nichts Neues. Ich muss irgendwie an das Rätsel mit dem Alten kommen. Dafür brauche ich aber die Masken. Und für die Masken brauche ich eine Art Schraubenzieher. Denn mir wäre jetzt noch eingefallen, eventuell das mit der Haarnadel zu probieren. Perfekt. Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Ich glaub's nicht. Das ist mir noch so eingefallen, was man machen könnte. Ja, dann nehmen wir die drei Masken doch mal mit. Und die dritte Maske natürlich auch noch. Okay, dann können wir eigentlich wieder zum alten Greis gehen, um eventuell sein Rätsel zu lösen. So, einmal zur Sammlung bitte. So, einmal hier rüber. So, jetzt ist natürlich die Frage, was kommt auf die 1, was kommt auf die 2, was kommt auf die 3? An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane, aber ich war auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Er war nicht fröhlich, er war nicht wütend. Also war er, und er war aber auch nicht traurig. Ja, ne? Das ist jetzt eine gute Frage. Kann ich das anhand dem hier absehen? Er war nicht fröhlich über eine... Was muss ich jetzt hier reinpacken? So, einmal zurück. Können wir mit dem nochmal reden? Was? Kennen wir uns? Ja, eigentlich schon. So, die drei E's. Erzähl mir doch nochmal was über die drei E's, denn das sind ja eigentlich die drei Plätze hier, denke ich mir jetzt. Was ist, Täubchen? Hast du deine Frage vergessen? Ein kleiner Tipp. Versuch dich einfach an die drei E zu erinnern. Das erste E steht für Emotion. Es zeigt mir, ob ich in der Situation traurig, fröhlich oder wütend war. Das zweite E steht für Einstellung. Es erinnert mich daran, ob ich die Situation durch Stärke, Heldenmut oder Schläfrigkeit überwunden habe. Das dritte E steht für Essen. Um mich zu erinnern, muss ich wissen, welches Obst ich an dem Tag gegessen habe. Okay, also hier kommt quasi die Maske rein, hier kommt das Tier rein und hier kommt das Obst rein. der Notizblock. Wir brauchen zuerst mal die Maske. Fröhlich, wütend, traurig. Das sind die drei Masken. Er war im Prinzip nicht fröhlich über einen Apfel. Wütend über eine Banane. Moment mal, fröhlich über einen Apfel. Wütend über eine Banane. Nein, das stimmt auch nicht, glaube ich jetzt. Traurig über eine Banane. Die Banane müsste es sein. Okay, dann werden wir hier mal die Banane reinsetzen. Einmal hier die Banane.
Dann brauche ich nochmal den Notizblock. Jetzt geht es quasi um die Maske. Die Maske. Das müsste dann eigentlich... War das hier die traurige Maske? Moment mal. Ja. Wisst ihr was? Ich probiere jetzt hier mal rum. Ich werde hier mal die traurige Maske reinsetzen. Und werde mal hier die Dinger hier durchprobieren. Stimmt das jetzt? Hm? Was? Kennen wir uns? Aha. Oder auch nicht. Gedächtnisstütze, Tempelrittergrab in der Kapelle. Du willst die Hinweise noch einmal hören? Ja. Das gefällt mir. Ja, möchte ich. Ich nämlich auch. Tipp Nummer 1, Tipp Nummer 4, warte mal. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Aber das sind ja im Prinzip die, die hier auch im Notizblock stehen. Das sind ja auch nicht die... ja... Moment mal... Moment mal... Es muss ja im Prinzip... Muss da nicht alles in einer Reihe sein? Aber das geht ja auch nicht. Erzeugt jedes Essen genau eine Emotion und fördert eine Eigenschaft. Mit Äpfeln im Gepäck war ich zum Beispiel niemals traurig. Denn sie verhalfen immer zu großer Stärke. Okay, der Bär ist Stärke. Boah, wie soll das denn gehen? Die Banane rausnehmen, das Hirschmodell und die traurige Maske. Das war die Erinnerungsstütze des Alten. Wenn Lilly wollte, dass er ihr half, musste sie die richtigen Objekte finden. Eine Emotion, eine Eigenschaft und etwas Essbares. Also irgendwie stehe ich gerade so ein bisschen auf der Leitung. Wir brauchen ja diesen einen speziellen Tag. Er war noch fröhlich, war weder fröhlich über einen Apfel. Noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane. Er war nicht traurig über eine Banane. Also das müsste ja... Moment mal, traurige Maske, Banane und eventuell das hier? Die traurige Maske? Dann hier, aber das Stachelschwein hatten wir, nee, wir hatten das Hirschmodell drin. Das Stachelschwein und die Banane. Stimmt das jetzt? Muss ich jetzt mit dem reden, oder... Das war die eine Emo. Okay, reden wir mal noch mit ihm. Vielleicht stimmt das jetzt. Hm? Was? Kennen wir uns? Ja, wir Aha. kennen uns. Tempelrittergrab in der Kapelle. Warte mal. Ich wollte dir doch gerade. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Also, mal sehen. An dem Tag war ich besonders traurig. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie mussten mich erst einmal wecken, denn ich war sehr schläfrig. Gemeinsam aßen wir eine Banane. Nein, warte, so war das doch gar nicht.
Die Geschichte ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Da hat doch jemand an meiner Gedächtnisstütze herumgespielt. Okay, also das war es schon mal nicht. Ich lese mir das nochmal in Ruhe durch. Speziellen Tag war er weder fröhlich über einen Apfel. Also er war im Prinzip oder fröhlich wegen. Er war aber traurig. Nee, er war traurig. Doch, er war traurig über eine Banane. Das stimmt ja. Oder er war nicht traurig über eine Banane. Wütend über einen Apfel. Stimmt auch nicht. Und fröhlich wegen einer Kokosnuss. Stimmt auch nicht. Wartet mal, wenn wir das hier darüber legen, dann hätten wir hier noch eins und hier noch eins. Ich denke hier wahrscheinlich wieder viel zu kompliziert. Fröhlich über einen Apfel. Was ist, wenn wir die Kokosnuss... Die wütende Maske und den Hirsch mit reinstellen. Wütende Maske, Kokosnuss und Hirsch. Wütende Maske, den Hirsch und die Kokosnuss. Ich probiere jetzt hier einfach ein bisschen rum. Was anderes bleibt mir ja im Prinzip nicht übrig. Hm? Kennen. Aha. So, ich überspringe mal hier die ersten Sachen. Warte mal. Ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. An dem Tag war ich besonders wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Hier, ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben habe. Inklusive der Bedeutung der geheimen Templer-Symbole auf den Bodenplatten. Und jetzt lass mich bitte allein. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt mal erzählen. Ach ja, ich hab's geschafft, durch ein bisschen rumprobieren. Wir gucken uns das alte Buch mal an. In diesem Buch waren die Erinnerungen des Alten aufgezeichnet. Das meiste war verblichen. Lediglich das Kapitel über den Bau der Klosterkapelle war noch gut zu lesen. Das würde Frank sicher interessieren. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Klosterflur. Ins Klassenzimmer. Wartet mal, konnten wir noch was im Klassenzimmer machen? Da war doch hier die Dings beschäftigt mit dem neuen Banner. Die Birgit. Ist die Birgit denn schon fertig? Lilly entschied, Birgit in Ruhe zu lassen. Die strebsame Schülerin brauchte Zeit, um über ihre Fehler nachzudenken. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal zu Frank. Geben ihm das Buch, damit er hier sein geheimes Tempelrittergrab findet. So, einmal in die Kapelle bitte. Na komm, Lilly, geh schon. Geh schon, geh schon, geh schon. Hier wird's jetzt gleich wieder ein bisschen laut, wenn Frank hier mit dem Presslufthammer arbeitet. Altes Buch mit Frank. Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu, das sieht ja mal wirklich interessant aus. Na klar. Aha. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten.
aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Mal gucken. Wir gucken uns mal das Tutorial an. Vervollständigt erst die Symbole auf den leeren Bodenplatten unter Berücksichtigung des ersten Hinweises auf der rechten Seite. Klickt einmal auf die leere Fläche, um ein Auswahlmenü zu erhalten. Entscheidet euch dann für das richtige Symbol. Wenn das Muster komplett ist, könnt ihr die drei Hinweiskacheln platzieren, um die Position der geheimen Grabkammer zu bestimmen. Okay, als das Mutterschiff schließlich abgehoben hatte, kam Bruder Bodo die plötzliche Eingebung, dass man die Wappen der vier Ordensgemeinschaften lieber so anordnen sollte, dass weder in einer Reihe noch einer Spalte oder gar in einem Quadranten dasselbe Symbol zu finden war. Hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosterfundaments war es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen der Wendehalslöwen zu platzieren, das direkt unter dem Wappen der Kleeschweinschlosser lag. Kleeschwein? Ja, auch nicht schlecht. Also musste sie irgendwo rechts davon platziert werden. Okay, also müsste hier eigentlich, lasst mal überlegen, das hier reinkommen. Hier müsste, Moment, wir machen das erstmal fertig. Hier müsste das hier reinkommen. Dann einmal das hier und das hier. Dann geht's hier weiter mit dem. Das hier. Das hier. Okay. Ich hoffe mal, das stimmt so. Ich probiere hier einfach mal wieder rum. Da müsste hier eigentlich das sein und hier das. Stimmt das jetzt so? Die Wappen der vier Ordensgemeinschaften lieber so anordnen, dass weder in einer Reihe noch in einer Spalte oder gar in einem Quadranten dasselbe Symbol zu finden war. Ja, dann stimmt das hier schon mal nicht. Moment mal, das hier müsste dann normalerweise so sein. Dann bräuchten wir hier das hier. Genau. Dann stimmt das und dann stimmt das. Okay. Hier müsste dann normalerweise der Löwe mit drin sein. Dann haben wir hier das und das. Dann müsste normalerweise das hier mit rein. Und hier kommt das mit rein. Okay. Kann ja alles nicht so schwer sein. Hier haben wir das hier. Hier muss das hier mit rein. Dann haben wir hier noch freie Stelle für den Löwen. Ah, schön. So passt das Ganze doch, ne? Warum nicht gleich so? So, hernach musste nur noch die Position der geheimen Grabkammer festgelegt werden. Aufgrund einer statischen Anomalie des Klosters kann ich jetzt drauf... Dann müsste das hier hierhin. Dann müsste... Moment mal. War es nicht möglich, die Grabkammer links von einem Wappen des Wendehalslöwen
Das müsste schon so richtig sein. Die Schlangenzungenbärorden bestanden darauf, dass ihr Wappen irgendwo oberhalb des geheimen Zugangs lag. Das verärgert zwar die Bruderschaft der urnenförmigen Holzeulen, die ihr Wappen direkt unter der entsprechenden Bodenplatte platziert hatten, aber schließlich setzten sich die Schlangenzungenbären durch. Wo hätten wir das noch? Wir hätten das einmal hier. Und wir hätten das einmal hier. Okay, ich probiere das Ganze jetzt einfach mal so. Unter dem unter großem Protest platzierten die Kleeschweinschlosser ihr letztes Wappen rechts von der Grabkammer, mussten über die noch demütigen Kauf nehmen, dass das Emblem damit direkt unter einem weiteren Wappen der Wendehalslöwen war. Also muss das eigentlich noch unter ein Wendehalslöwen-Dingsbums hier. Moment.